Team Day of Destruction, heute aus Dänemark. Wir sind hier in Odense, morgen geht's los. Heute war schon der Weigh-In, wir sind alle angereist. Ralf Stege hat einige Kämpfer aus Deutschland mitgenommen. Und ja, Ralf, wen hast du morgen parat? Naja, also ich habe die ja nicht parat, beziehungsweise wir stellen ja das Team immer gemeinsam zusammen mit unseren Trainern. Und wir haben morgen am Start Fernando Sarabia, Tom und Felix Minnas. Ja. Bei Gian ist es noch nicht ganz raus. Es muss gleich nochmal ein klärendes Gespräch her, was jetzt abgeht, ob er jetzt kämpfen kann oder nicht. Das liegt an dem Lasse. Und ja, aber ansonsten, die drei sind natürlich jetzt fest. Tom ist gerade oben auch ein bisschen fest auf dem Fahrrad. Er muss nur noch ein bisschen kochen, muss noch ein bisschen Gewicht machen. Und er ist ganz fleißig am Radeln. Aber da kann Axel vielleicht mehr zu sagen. Ja, immer wieder praktisch ein Fahrrad dabei zu haben. Axel Bössmann ist einer der Trainer, die Team Death Destruction Kämpfer unter sich haben. Du hast also Tom mitgebracht und Felix. Wie hast du die dann auf die Kämpfe vorbereitet? Oh, wir haben vor 8 Wochen hart trainiert, wirklich hart trainiert. Gut war natürlich auch noch, dass die beiden 2 Wochen Urlaub hatten. Da haben wir 2-mal am Tag trainiert. Und haben den Tom natürlich jetzt noch, weil es letzte Woche aufkam, dass er gegen den Thailänder kämpft, nochmal darauf eingestellt ein bisschen. Aber wir machen das schon morgen. Wie nervös bist du, dass er morgen den Thailänder kämpft? Gar nicht. Überhaupt nicht nervös. Wir haben schon Chinesen gehabt, wir haben schon Polen, Tschechen, alles dabei gewesen. Ist auch nur ein Mensch, passt schon. Genau, im Mai waren die Chinesen dran beim Day of Destruction in Hamburg. Und aber die waren ja noch richtig stark, also wirklich, wirklich stark. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Thai stärker ist. Also das passt schon. Tom ist gut vorbereitet, hat sofort zugesagt, wollte das machen. Eine gute Erfahrung machen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall, muss man mitnehmen. Neben mir sitzt Holger Meyer von Bulaimai Bremen. Wen hast du morgen auf dem Catwalk, hätte ich fast gesagt, wen hast du morgen im Ring? Einmal den Nick Hutsch, der ist mit seinen 15 Jahren ein guter Nachwuchsmann, da freue ich mich drauf. Der immer sehr fleißig ist und immer auch regelmäßig zum Training kommt, ist immer ganz wichtig für so einen Wettkämpfer. Dann den Gian Türk, der ist dieses Jahr seinen Titel verteidigt, deutscher Meister der BOE. Ja, da bin ich gespannt, wie die beiden sich so machen, ja. Hast du sie im Speziellen auf morgen irgendwie vorbereitet? Habt ihr was geändert am Trainingsplan? Nein, wir haben eigentlich so weitergemacht, wie wir immer machen. Wir sind eigentlich immer gut, oder die Wettkämpfer sollen eigentlich immer gut im Training sein. Und dann natürlich speziell, wenn man weiß, okay, das ist der Gegner, kann man nochmal speziell vielleicht nochmal Feinheiten einstellen, sich noch ein bisschen darauf konzentrieren. Aber wir haben das jetzt so aus dem Training herausgemacht. Das ist, ja. Gian kämpft morgen gegen Felix Minnas. Die kennen sich schon ein bisschen. Und er hat leider beide Kämpfe verloren. Inwiefern geht ihr da morgen anders ran? Ja, also erstmal hat der Axel natürlich immer gute Jungs, muss man sagen. Und die Minnas-Brüder, das ist auch schon ein Name, muss man sagen. Ne? Die sind gut, technisch klasse, immer austrainiert. Ja, hat zweimal nicht so gut ausgesehen. Oder was heißt nicht so gut ausgesehen? Hat alles gegeben, hat halt nicht gereicht für den Sieg. Aber das wird wieder eine interessante Geschichte. Und ich glaube, die beiden werden sich wieder beides also richtig was abverlangen. Also bin ich gespannt. Wir auf jeden Fall auch. Der Nick ist ja noch wahnsinnig jung und hat schon unglaublich viele Kämpfe. Wo siehst du seine kämpferische Zukunft? Also ich bin erstmal gespannt, wie er sich weiterentwickelt. Das ist jetzt auch eine gute Bestimmung, denn der Gia Ali ist ja kein Schlechter, auf jeden Fall nicht. Ist ein guter Mann und ich bin jetzt gespannt, wie er das auch weiter umsetzt. Das eine ist ja immer ein Trainingsbereich und das andere ist natürlich Wettkampf. Er hat viele Kämpfe gemacht, war oftmals auch ein bisschen überhastet in seinen Aktionen, was er gemacht hat. Aber er ist halt ein Kämpfer. Er will kämpfen, er sucht den Kampf. Er ist jetzt nicht jemand, der jetzt lange rumtraktiert oder durch den Ring läuft, sondern er macht auch er will auch kämpfen. Und da bin ich gespannt, ob er jetzt mal ein bisschen auch diese technische Raffinesse bekommt, um auch mal ein bisschen taktisch an solche Sachen ranzugehen. Das ist jetzt so eine nette Geschichte, um das mal zu sehen. Ja. Dankeschön. Gerne. Axel, was erwartest du morgen von deinen Jungs? Ich erwarte, dass die gut kämpfen. Ist Gewinnen für dich Pflicht? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also darum, das wäre ja famos zu sagen, wir gewinnen immer oder so. Aber wir haben alles getan und wenn wir das morgen nicht reißen, dann reißen wir es eben nicht. Ne? Aber beim nächsten Mal, aber ich denke mal, das läuft schon gut. Bin optimistisch. Das war jetzt aber eine zweite Frage übrigens. Das weiß ich wohl. So, Team of Destruction, Team Day of Destruction, morgen in Dänemark. Ralf, gibt's Pläne?
nach morgen, was das Team der Destruction betrifft? Ja, natürlich gibt es Pläne. Also wir können ja nicht jetzt hier heute sein oder morgen kämpfen und dann war es das schon wieder bis Ende des Jahres. Ja, die Agenda geht natürlich, reicht schon weit ins Jahr 2015 rein. Aber nächstes Wochenende bin ich auch wieder mit meinem Freund Axel in Halle. Da kämpft Florian Kröger und dann kämpft noch ein Nachwuchsjunge vom Siamstor. Der kämpft auch unter Team Siamstor, der kämpft nicht unter Team Day of Destruction. Ne? Das Team Day of Destruction ist ja ein besonderes Team. Da muss man auch erstmal sich rein erarbeiten, um da reinzukommen. Und Tufan haben wir noch am Start vom Siamstor und wie gesagt, Florian Kröger vom Team Day of Destruction. Das ist schon nächstes Wochenende schon wieder. Steht das schon wieder auf dem Zettel und dann gibt es auch noch weitere Pläne. Nächstes Jahr geht es ja auch gleich los mit Day of Destruction 9 und 10. Ja, und jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf morgen, weil die Kämpfe, Axel hat es ja schon gesagt, müssen gewonnen werden. Also die Kämpfe müssen nicht gewonnen werden, aber man will natürlich die Trainingsziele umsetzen und da müssen wir uns jetzt erstmal drauf konzentrieren. Wir gucken uns gleich mal das Hotel an, wie das ist und sind ja gerade erst angekommen. Ja, also ich freue mich, zwei Trainerkollegen aus dem Team Dörf Destruction da zu haben und ist sehr angenehm hier, macht jetzt schon Spaß und morgen rockt's auf jeden Fall und Sonntag fahren wir dann zurück und Axel hat es schon auf den Punkt gebracht, es spielt keine Rolle, ob die Jungs jetzt morgen gewinnen oder verlieren. Gut kämpfen ist angesagt, starke Leistung zeigen, Trainingsziele umsetzen. Ja, es ist ja auch immer so, wenn die Trainingsziele umgesetzt werden, aber der Gegner halt noch einen Tick besser war, dann muss der Trainer trotzdem da auf jeden Fall mit der Leistung zufrieden sein und das wird dann Axel auch. Wenn die Trainingsziele natürlich nicht umgesetzt werden oder nur zum Teil, ja, dann kann man vielleicht auch mal nicht zufrieden sein als Trainer, aber davon gehe ich erstmal nicht aus morgen. Johann Dederer vom Team Day of Destruction ist leider morgen nicht dabei. Das ist sehr, sehr schade. Auf jeden Fall wünschen wir Nick Hutsch und Gian Türk, die unter Bulaymai kämpfen, morgen ganz viel Erfolg. Und freuen uns natürlich auf Felix und Tom Minners, die ja die Zwillinge im Team sind und eigentlich auch keiner mehr genau, weiß, wer welcher ist. Freuen wir uns auch auf jeden Fall drauf. Der Kampf gegen den Thai, ganz toll. Dann gegen Gian Türk von Bulaymai zum dritten Mal. Ich bin sehr gespannt. Und du hast noch Fernando mitgebracht. Und morgen, 1. November 2014, heißt Thai Fight 5000, live aus Odense. Stay tuned.